So, meine Damen und Herren, da kommen wir mal nach längerer Zeit wieder zurück zu Formel 1 2020, dem offiziellen Videogame. Ihr könnt es unten links zum Beispiel sehen, wir haben einmal ein neues Update bekommen. Gestern oder vorgestern, entweder war es am Montag, den 14. oder Dienstag, den 15. September. Am 14. September, also am Montag war das, weil ich die Liste vor mir habe. Und es hat sich jetzt dann auch der Podiumspass geändert, weil zwischen Podiumspass 1 und 2 musste man noch 9 Tage warten, bis der halt aktualisiert worden war und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen praktisch in diesem Video zwei Sachen. Einmal gehen wir grob über die Patch Notes und dann gleichzeitig über den Podiumspass einmal rüber. Und in den das Update Patch 1.09, wie gesagt, steht seit dem 14. September 2020 zum Download verfügbar für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Google Stadia. Und das Update ist 1,7 GB groß, laut der Quelle, die ich hier gerade vor mir liegen habe, wo auch drin steht, was geändert wurde oder was rein oder was dieses Update mitgebracht hat. Und dieses Update hat Folgendes mitgebracht: Das Mehrspielerauto kann jetzt auch bei Split Screen und Zeitfahren verwendet werden. Neue Optionen, mit der die Spieler das RS durch Halten des Knopf aktivieren können. Ein Problem, das bei manchen Spielern zum Festfahren des Spiels geführt und ein korrektes Abschließen der Vertragsverhandlung verhindert hat, wurde behoben. Sponsoren werden jetzt bei wöchentlichen Events korrekt auf dem Auto angezeigt. Die Schieberregler bei der Anpassung wurden mit Werten versehen, was das Bearbeiten erleichtert. Okay. Bei Abzeichenlogos kann jetzt die Größe verändert werden. Beim Zeitfahren gibt es jetzt die Option, sich eine Wiederholung der schnellsten Runde der Season anzusehen. Die Anzahl der KI-Gegner bei Splitscreen kann jetzt geändert werden. Es wurde an einem Performance-Problem gearbeitet, das auftrat, wenn das Safety Car auf der Strecke ist. Geht er da ein bisschen schneller rüber, jetzt gehen wir auch schon rein. Die Spieler werden am Ende einer Qualifying- oder Rennseason nicht mehr für einen kurzen Moment mit der falschen Position angezeigt. Die Rennleitung verfügt jetzt auch über Boxenstops-Informationen. Ja, Währung erhalten 11.000, da kommen wir gleich drauf zu. Die Multifunktionsanzeige MFA kann jetzt auch in der Cockpit-Ansicht aktiviert werden. LAN-Namen werden jetzt bei LAN-Spiel-Session korrekt verwendet. Dann gibt es die zweite Unterkategorie, die Sportaktualisierungsänderungen. Und zwar einmal bei McLaren, das Gulf und verschiedene Sponsoren hinzugefügt. Und das Hashtag WeRaceS1 Regenbogenmarkierung hinzugefügt. Bei Racing Point wurden zusätzliche Sponsoren und Logos abgebildet. Und Racing Point Nasenlogo durch WeRaceS1 Version ersetzt. Bei Alfa Romeo 50 Jahre Sauber Branding hinzugefügt und sowohl Sponsoren Twitter @Name und Hashtag WeRaceS1 am Halo hinzugefügt. Red Bull Hashtag WeRaceS1 Branding am Frontflügel hinzugefügt und Citrix Logo neben Kopf des Fahrers und der Nase aktualisiert. Bei Renault Hashtag WeRaceS1 an Halo Arm und Nase hinzugefügt, HP Vitality und weitere Sponsoren hinzugefügt und
Thank you NHS-Logo oben am Halo hinzugefügt. Und bei Williams Sponsoren einer Nase aktualisiert und Haifischflosse aktualisiert. Das sind die Inhalte des Updates 1.09. Was 1,7 Gigabyte groß ist. Plus minus, das kann natürlich unter den Konsolen wie Xbox, PS4 und PC natürlich etwas abweichen, dass vielleicht manches größer ist, manches kleiner ist. Und jetzt kommen wir zum Podiumspass. Ja, hier Werbung erhalten, du hast 11.000 Bitcoins erhalten, dein Gesamtbetrag wurde aktualisiert. Ja, ich habe mir gerade es einmalig für 8,99 Bitcoins gekauft, das sind diese 11.000 Bitcoins. Ich hätte auch für 8,49 €, also einmal für 4,99 € und zweimal für 1,99 € auch exakt 9.000 Bitcoins kaufen können, aber wollte ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, für ein paar Cent mehr, 52 Cent mehr, glaube ich, oder sowas, denn auf die nächsthöhere Währung zu gehen für 11.000 Bitcoins für 17 € wollte ich nicht holen, 24.000 Bitcoins, aber wie gesagt, die Bitcoins habe ich nur geholt für den Podiumspass gleich, weil der kostet nämlich gleich wieder 9.000. Dann habe ich nämlich 2.000 wieder übrig und dann kriege ich nämlich nochmal 7.500 raus. Dann bin ich wieder bei 9.500, das heißt, der nächste Podiumspass, der dann in, weiß ich nicht, 2 Monaten kommen sollte, ist dann praktisch denn schon wieder mit drinne. So, Anpassung, Autolackierung. Oder hast du mir was Neues angezeigt? Einfacher Strom. Achso, die sind dann halt jetzt schon über dem nächsten drin, genau. Über Podiumspass. Da kommen wir aber gleich drauf zu. Deswegen wundert mich, dass die da drin markiert sind. So, E-Mail, gehen noch kurz E-Mails rein. So, erste Nachricht. Viel Spaß mit deinem neuen Abzeichen in F1 2020 zur Unterstützung des Formel 1 in Italien wie Race as One. Das kennt man ja. Und was sage ich nochmal mit Entlösung? Das kam dann auch erst heute dazu. Ach ne. Also, wir könnten jetzt praktisch hier unten über Item Shop gehen. Wir wollen aber in den Podiumspass gehen. Wie gesagt, da könnt ihr unter Item Shop gehen. Oder wie ich es mache, ihr drückt einfach, sofern ihr eine PlayStation 4 habt, einfach, könnt ihr auch oben rechts sehen, die L3-Taste. Dann seht ihr auch, dass ich wieder Rang 1 bin. Und dann geht ihr auf den Podiumspass. Und gucken uns erstmal die Herausforderung an. Der VIP ist noch geschlossen, da ich ja das noch nicht habe. Und da geht es dann auch wieder über 8 Wochen. Also wenn ihr jetzt praktisch jetzt von Woche 1 bis Woche 4 nicht fahrt, in diesem, ihr seid aber, und es gibt aber schon Woche 6, könnt ihr rückwirkend an Sachen auch noch fahren. Das geht. Aber mehr als XP-Punkte kriegt ihr ja nicht. Item Shop. Was unwichtig. Die ändern sich dann auch hier. Wie gesagt, also ihr habt genügend sodass ihr praktisch hier unten nur VIP kaufen müsst für 9.000, aber nicht die Ränge einzeln kaufen müsst.
Und wir kaufen uns natürlich VIP, wie letztes Mal auch. Verdiene bis zu 3 Helme, 8 Handschuhe, 7 Anzüge, 4 Lackierungen, eine Pose, 2 Podiumsgesten, 2 Abzeichen nur und 7500 Bitcoins. Das heißt, wir haben jetzt 9000, 11000, geben 9000 aus, das heißt, dann haben wir 2000 und dann im Verlauf der nächsten Wochen müssten wir dann nämlich wieder auf ...9500 dann wieder hochkommen. Entschuldigung. Wenn man sich die ganze Reihe kaufen wollen würde, würde sie insgesamt nochmal zusätzlich nochmal 14.500 kaufen. Bis Rang 30. Kann ich euch mal zeigen. Da 29 Ränge würden jetzt nochmal rein rechtlich 14.500 kosten bis dato. So viel habe ich natürlich nicht. Mache ich auch nicht. Denn ich mache das jetzt diesmal über einfach ganz normale XP fahren. Das denke ich mal, dass ich das hinkriege, weil bei jedem, bei jeweils 3.500 plus EP geht es immer einen Rang hoch. Das sind 2 Rennen im Schnitt. Und dann passt das. Und wie wir schon sehen, wir kriegen zum Beispiel eine einfache Stromlackierung unter die jeder kriegt, sofern ihr den VIP nicht kauft, kriegt ihr halt nur die oberen 30 Stück. Kauft ihr halt den VIP-Pass, dann kriegt ihr halt noch zusätzlich noch die unteren 30, also dann kriegt ihr nämlich doppelt so viel. Also einfache Lackierung für, beziehungsweise für die jeder kriegt, ist zum Beispiel der einfache Stromdesign sowie Entracem-Lackierung. Legendär und das andere war gewöhnlich. Den Hammer Helm, ungewöhnlich hier eingestuft. Den gibt es wie Race S1 Lackierung und Auto natürlich, ne? Den ist ja nicht nur die Lackierung legendär. Ein Handschuh namens Umriss, gewöhnlich. Den Entracem Anzug, legendär. Ein strahlförmiges Badge-Design, selten, wie Re-Race S1 Anzug, Overall, legendär, ein Betont-Lackierung, gewöhnlich, Entracem Helm-Design, legendär, ein Digital-Anzug als selten, ich würde dazu eher sagen Camouflage. Den Re-Race S1 Helm legendär und dann halt da einmal 2500 Points Währung. Und dann bekommt ihr die Entracem Handschuhe legendär Stufung sowie die schneller Streifen Handschuhe gewöhnlich und Re-Race S1 Handschuhe legendär. Dann bekommt ihr noch mal ein Dreifach Streifen Helm gewöhnlich. Da ist gesperrt, da weiß man nicht, was es ist. Das ist dann praktisch eine Überraschung. Die Muskelspiele-Pose auf episch, denn wieder einmal nichts. Also, das heißt, wieder in irgendwas randommäßig. Dann Anzug gewöhnlich Umrisse. Wieder irgendwas, wieder irgendwas. Dann bekommt ihr den Sektor-Lackierung. Ungewöhnlich. Sieht für mich ein bisschen praktisch aus wie die ähnliche Lackierung wie fast Eier in Senna, nur dass man hier jetzt mehr Grün als Gelb hat. Denn wieder nix, wieder nix. Dann bekommt ihr gepanzerte Handschuhe selten. Und zum Schluss dann halt Anzug episch gekreuzt. Da waren Bitcoins 2,5.
7,5. Wollte nicht jetzt gerade bescheißen. Dann bekomme ich ja 10.000 wieder raus. Egal. Wenn man oben nur Arschwarme 2% und wenn ihr den VIP-Pass habt, bekommt ihr zusätzlich folgende 30 Artikel. Einmal den Anzug gewöhnlich gemeißelt. Handschuhe namens Dorn ungewöhnlich. Lackierungen epischer Art Scherben. Coole Moves, Geste selten, dann die zweiten 2500 Punkte, das heißt praktisch andersrum gesagt, die ersten 2500 Points von den 7500 Points, die halt irgendwie VIP-Pass nur drin sind, das heißt, ihr kriegt dann praktisch nicht 7500, sondern 10.000, weil in den oben, die jeder kriegt, dann auch nochmal einmal 2500 drinne. Das heißt, ich kriege 10.000, das heißt, ich bin nachher wieder bei 12.000, das heißt, ich habe 1.000 Gewinn gemacht. Dann kriegen wir Anzug ungewöhnlich komplett verblasst. Den Helm episch Meisterwerk. Handschuhe selten Blitz. Tada, Pose namens selten. Oder Pose selten namens Tada. Dann bekommen wir Lackierung legendär digital mit einem Hauch Touch italienischer Farben. Handschuh Fragment episch. Kernverzahnungen Lackierung gewöhnlich. Anzug legendär verzerrt. Helm episch Vektor. Geste legendär wie die alten Ägypter. Ich glaube, das hatte Fettel mal gemacht. Bei irgendeinem Sieg. Handschuhe selten Streifung. Abzeichen Logo episch Panther. Lackierung selten streifig. Handschuhe legendär Alphabet. Anzug episch Neon. Währungspack legendär 2. Mit den zweiten 2500, also den rein rechtlich 5000. Denn Abzeichen-Logo episch Marsmensch. Lackierung selten Drahtgitter. Handschuh episch super Streifen. Anzug legendär Alphabet. Geste episch Gewinn. Pose selten der Denker. Handschuh legendär verzerrt und jetzt Währungspack legendär 3 von 3 in Form, wenn ihr VIP habt mit den dritten 2500, also da habt ihr dann eure 7500. Und zum guter Schluss Lackierung legendär Technik Strom. Und die oben, die bekommen halt ja nur einmal 2500 legendär. Das ist dann praktisch jetzt ja das Update mit ja dem Podiumspass. Im Verlauf dieser Woche, wie gesagt, wir haben jetzt Mittwoch, den 16. September, im Verlauf dieser Woche, ich weiß nicht, wann mein Paket ankommt, weil ich habe mir ein Paket mit zwei HDMI-Kabel gekauft auf eBay, muss ich dazu sagen, damit ihr wisst, auf was ich hinaus will, wenn ein anderes Video im Verlauf der Woche kommt. Gestern bestellt, heute rausgeschickt, das soll laut eBay eigentlich zwischen Freitag und Samstag, also den 18. und den 19. September ankommen. Kann auch sein, dass es vielleicht auch schon morgen kommt, also es kann sein, dass vielleicht morgen Donnerstag, also zwischen morgen, den Donnerstag, den 17. und Samstag, dem 19. nochmal ein Video kommt auf einem Zweitkanal, denn ich hatte gestern am Dienstag, dem 15. Besuch von meiner Mutter, Dänemark, und die hat mir mehr oder weniger auf Nachfrage ein Geschenk sozusagen dagelassen, weil sie und ihr Freund haben sich ein neues Gerät angeschafft, weil in Dänemark konnten sie
Vielmehr, sie haben dadurch das neue Gerät angeschafft, weil sie halt eine bestimmte Sache nicht mehr empfangen konnten. Deswegen haben sie sich ein neues Gerät angeschafft. Das Altgerät, nenne ich jetzt mal, was jetzt hier steht, funktioniert natürlich einwandfrei. Also nur sie konnten halt mit dem Altgerät jetzt nicht mehr das empfangen, was sie vorher halt empfangen konnten. Deswegen haben sie sich ein neues Gerät gekauft und ich habe dann so gesagt, ja, was macht ihr mit eurem Altgerät? So, dass sie gesagt haben, ja, eigentlich nichts. Ich so, hab gedacht, bringt das her. Ja, so, dass dann jetzt hier das Altgerät hier drin steht. Das heißt, wie gesagt, deswegen habe ich mir auch HDMI-Kabel gekauft, damit das passt. Okay, bei dem Wort HDMI-Kabel wisst ihr schon, was das geht. Weil da steht jetzt praktisch, dass ihr Altgerät steht jetzt praktisch zwischen meinem jetzigen Fernseher und meiner PC-Ecke. Weil die sich. Ich bin der Meinung, dass sie eine andere Größe gesagt haben, aber die haben sich dann wahrscheinlich alle oder wir haben es dann alle in einer Größe vertan, weil sie eine andere, ich bin der Meinung, sie haben eine andere Größe gesagt. Das kommt dann aber drauf, das geht dann drauf ein, wenn das Video dann kommt, so dass ich dann halt jetzt ein 3 Meter langes HDMI-Kabel, auch die 2 Meter hätte auch gereicht oder 2,5, dass ich dann halt das andere Gerät, was jetzt hier steht, ich dann praktisch nutze, dass ich dann halt, ich habe bei meiner Grafikkarte am PC zweimal HDMI-Ausgang und zweimal DisplayPort-Ausgang. Ihr wisst ja, dass ich an meinem PC ein Monitor angeschlossen habe mit einmal DisplayPort und meinen alten Monitor angeschlossen habe mit einmal HDMI, dass ich jetzt nochmal ein zusätzliches HDMI bestellt habe. Okay, da waren jetzt zwei drinne, zweimal 3 Meter für 5 Euro. Das heißt, ich habe eigentlich eins in Reserve. Dass ich dann das andere geht dann auch nochmal an meine Grafikkarte dann anschließe, so dass ich denn, da gehe ich dann aber in dem anderen Video auf meinen 2K im Verlauf der Woche drauf ein, wenn es dann das Paket dann da ist, dass ich dann praktisch vielleicht ein Let's Play aufzeichne oder fortführe, so wie jetzt zum Beispiel Mafia 3, was ich ja ohne Commentary mache, das lasse ich ja dann über die Elgato laufen, so dass ich denn praktisch dass die Elgato dann auf das große Gerät knallen kann, dass ich den hinten auf dem Sofa sitzen kann und dann von dort aus machen kann, so dass ich dann praktisch nur immer die Start-Stopp-Taste auf der Tastatur drücken muss, so dass ich dann nicht immer direkt vor dem davor sitzen muss. Deswegen das also an kleine Ankündigung, dass im Verlauf dieser Woche dann noch ein zweites Video kommt auf meinem Zweitkanal nach längere Zeit und das wird dann aber auch nur so übergangsweise sein, weil gesagt, der Fernseher, der, das habe ich schon gesagt, der Fernseher, ja, wird dann, wie gesagt, übergangsweise benutzt, weil gesagt, und weil ich ihn denn irgendwann nicht benutzen sollte, in Anführungsstrichen, weil ich dann, was ich kann, als Test mache, dann stelle ich ihn einfach auf. Wo er jetzt steht, einfach weg. Irgendwo anders hin, wo er nicht im Weg steht. Das heißt, er wird dann nicht weggeschmissen. Er wird auch nicht verschenkt und nicht verkauft. Natürlich, wenn er jetzt defekt geht, war ich mal so. Und draußen ist einer kein Reparieren, beispielsweise. Denn. Kann er sich denn das Ding abholen? Dann kann er sich das Ding halt selbst reparieren und muss dafür nicht zahlen, weil er denn selbst denn Teile für wenig Cent kauft, was ich, je nachdem, wenn er kaputt geht, kauft er sich wahrscheinlich dementsprechend die Einzelteile für, sage ich jetzt mal, vielleicht 5 Euro oder weniger, weil die wissen, was es ist und dann kann derjenige das behalten, weil bevor es den wegschmeißt, siehst du. Aber wie gesagt, da kommt im Verlauf dieser Woche noch das Video dazu. Ihr wisst jetzt, dass es ein Fernseher ist. Ich sage jetzt aber nicht, was für ein Fernseher und welche Größe etc. Da kommt dann ein separates Video zu. Ich bedanke mich erstmal hier in diesem Video. Ihr wisst jetzt das F1 Update 1.09. Ihr wisst den aktuellen Podiumspass. Und ja, wenn ihr das andere Video sehen wollt, was ich kurz angeschnitten habe, was da in den nächsten Tagen kommt, zwischen frühestens am 17. spätestens am 19.
gucke nur wieder mal auf meinem Zweitkanal nach. Ich würde das wahrscheinlich in Form als eines Unboxing-Videos machen. Da ich ja die zwei HDMI-Kabel bestellt habe, denke ich mir, dass ich das in die Kategorie Unboxing mache. Das Video, weil sonst wüsste ich gerade nicht, wo ich das Video reinstellen sollte für meinen Zweitkanal. Aber das kommt denn, wenn es denn da ist. An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal hier bei Formel 1 2020.